Bhagavad-Gita, dritter Gesang. Der Pfad des Handelns, Karma-Yoga. Arjuna sprach, Vers 1. Wenn die Erkenntnis mehr dir gilt, o Keshava, als eine Tat, warum soll ich so Schreckliches beginnen jetzt nach deinem Rat? Vers 2. Mit deiner Worte Doppelspiel hast du verwirrt mir meinen Sinn, drum weise mich fest und bestimmt, o Krishna, auf das Bessere hin. Shri Krishna sprach. Vers 3. Zwei Standpunkte sind in der Welt. Zum Heil führt ein zwiefacher Pfad. Den Denker zieht zum Wissen hin, den Yogi zu der weisen Tat. Vers 4. Denn nicht durch trägen Müßiggang gelangt der Mensch zur inneren Ruhe, und nicht durch Werkentsagung strebt er innerer Vollendung zu. Vers 5. Nicht einen Augenblick verbringt der Mensch in bloßem Müßiggang, auch unwillkürlich handelt er nach des Naturgesetzes Zwang. Vers 6. Wer seine Sinne hält im Zaum und doch an Sinnendinge denkt, betrügt sich selbst durch Heuchelei, die ihn vom wahren Weg ablenkt. Vers 7. Doch wer die Sinne weise zähmt, selbstlosem Handeln zugewandt, der Eigensucht den Rücken kehrt, des Name wird mit Ruhm genannt. Vers 8. Vollziehe das notwendige Werk, denn Tun ist besser als Nichtstun. Selbst die Verrichtungen des Leibs auf einer Tätigkeit beruhen. Vers 9. Den Menschen bindet jedes Tun, dem es an Opfermut gebirgt. Ein Gottesdienst sei jedes Werk, doch hänge am Ergebnis nicht. Vers 10. Als einst der Herr die Wesen schuf, setzte er den Opferdienst auch ein. Durch diesen pflanzt euch fort, er soll der Quell des Wohlstands für euch sein. Fußnote 7. Kamaduk, Spender des Wohlstands, Erfüller der Wünsche. Das bezieht sich auf die himmlische Kamadenuku, die Wünsche erfüllt und Wohltaten gewährt. Die Kuh ist das uralte Symbol der Inder für Wohlstand. Sie gilt als eine der 7 Mütter des Menschen. Vers 11. Durch ihn ernährt die Götter all, dass sie erhalten diese Welt. Nur so gelanget ihr zum Heil, wenn eins das andere erhält. Vers 12. Er wünscht es gut, sie spenden dem, der ihnen Opferdienst gewährt. Ein Dieb ist wer den Göttern nichts, entgeltend ihr Geschenk verzehrt. Vers 13. Wer von des Opfers Überrest sich nährt, wird frei von Ungerechtsqual. Doch ihr verfällt, wer nur für sich bereitet hat das festes Mahl. Vers 14. Durch Nahrung lebt der Wesenschar, durch Regennahrung wächst empor. Das Opfer Regen lässt entstehen, ein Opfer geht aus Werk hervor. Vers 15. Werk wurzelt in dem Wederwort, und dies dem Ewigen entstammt. Das Alldurchdringende durchdringt den Opferdienst so insgesamt. Vers 16. Wer dieser ewigen Ordnung rat, nicht folgt dem Kreislauf, den es dreht, in Sinnlichkeit und Schuld verstrickt, vergeblich der durchs Leben geht. Vers 17. Doch wer an seinem Selbst sich freut, an seinem Selbst sich still vergnügt, für den bleibt hier nichts mehr zu tun, weil ihm sein eigenes Selbst genügt. Vers 18. Der Weise strebt nicht nach Gewinn, noch meidet er deshalb die Tat. Vom Einfluss aller anderen frei, verfolgt er seinen Lebenspfad. Vers 19. Drum handle ruhig, weise nicht die auferlegte Tat zurück. Wer selbstlos jedes Werk erfüllt, der Mensch erreicht das höchste Glück. Vers 20. Durch Handeln gingen Janaka und andere zur Vollendung ein. Das Heil der Welt bedecken sollst, du stets der Tat Vollbringer sein. Vers 21. Es ahmen alle anderen nach, das, was ein Edler einst begann. Wenn er ein Vorbild aufgestellt, so folgt ihm der gemeine Mann. Vers 22. Nichts liegt im weiten Weltenall, o Prietersohn, mir obzutun. Nichts zu erreichen, was nicht schon erreicht, doch niemals werd ich ruhen. Vers 23. Denn wäre ich in meinem Werk nicht unermüdlich, hielte Rast, die Menschheit hätte sich schon längst dann meinem Beispiel angepasst. Vers 24. Der Wesenfriede wär zerstört, wenn ich mein Handeln eingestellt. Verwirrung hätte ich erzeugt, zugrunde ging die ganze Welt. Vers 25. Nur Toren handeln wahnbetört, dass ihnen werde Lohn zuteil. Die Weisen handeln frei von Hang, allein nur für der Menschheit Heil. Vers 26. Der Wissende verwirre nicht den Sinn des, der am Handeln hängt. Er zeige ihm der Werke Zweck und handle still in mich versenkt. Vers 27. In Wahrheit handeln in der Welt allein die Gunas der Natur, verblendet durch sein Ich-Gefühl, ein Tor glaubt selbst zu handeln nur. Vers 28. Wer Gunas wirken und das Selbst voll Weisheit auseinanderhält, weiß, Gunas wirken hier auf sich und hängt nicht an der Sinnenwelt. Vers 29. Verwirrt vom Guna der Natur, ein Mensch Gewinn und Werk nicht trennt, doch soll der Weise nicht verstören, den, der die Wahrheit wenig kennt. Vers 30. Mir sollst du deine Werke weihen, an mich nur denken jederzeit. Dann kämpfe, frei von Eigennutz, von Trübsal und Begehrlichkeit. Vers 31. Wer dieser meiner Lehre folgt, vertrauend, voll Ergebenheit und neidlos ohne jeden Stolz, wird von der Tatenband befreit. Vers 32. Wer aber meinem Rat nicht folgt, der Lehre feindlich widerspricht, der ist verloren ganz und gar, ihm fehlt des wahren Wissens Licht. Vers 33. Selbstwissende, die handeln ja nach ihres Wesens innerem Drang. Es folgt der eigenen Natur, Der Mensch, was hilft da äußerer Zwang? Fußnote 8. Nigrahaha, Verdrängung, Zwang, Gesetz. Jemanden festhalten, ergreifen, hemmen, packen, unterdrücken. Zwang, Verdrängung, die bloße Existenz von Gesetzen und die Androhung von Strafe können die Natur und die inneren Neigungen eines Menschen nicht ändern. Wodurch ein Wandel der inneren Neigungen erreicht wird, ist eines der Themen der Bhagavad-Gita. Krishna erklärt Arjuna den Unterschied zwischen Atman, dem Selbst, und Ahankara, dem Ich-Bewusstsein, das sich aufgrund der Weltzugewandtheit bildet und bewirkt, dass sich der anfangslose Atman für die vergänglichen Hüllen, Leib und Geist hält und Ich zu ihnen sagt. Vers 34. Mit Zuneigung und mal mit Hass erfasst ein Sinn den Gegenstand. Doch beide sind ein Hindernis für den, der sie nicht überwand. Vers 35. Gut tut, wer seine Pflicht erfüllt, selbst wenn er dabei Fehler macht. Gefährlich spielt, wer das vollbringt, was einem anderen zugedacht. Vers 36. Arjuna sprach: Wie kommt es, Krishna, dass ein Mensch in üblen Taten sich verfängt, auch wenn er selber es nicht will, wie durch Gewalt dazu gedrängt? Shri Krishna sprach, Vers 37. Das ist Begierde, das ist Zorn, erwachsen aus der Leidenschaft, die unersättlich stets verlangt, der Feind, der alle Leiden schafft. Fußnote 9. Unbefriedigt gebliebene Begierden rufen Zorn und Frustration hervor. Vers 38. So wie der Staub des Spiegels Glanz, der Rauch des Feuers Glut versteckt, der Mutterleib, die Leibesfrucht, so wird von ihr der Mensch bedeckt. Fußnote 10. In seinem Kommentar zu diesem Vers merkt Srila Bhakti Rakshik Shridhar Deva Goswami an: Das Bewusstsein des Lebewesens wird von der Begierde in 3 Intensitätsgraden bedeckt. Sie entsprechen den 3 Wirkungsweisen der materiellen Natur, Sattva, Rajas und Tamas, je nachdem, von welchem Guna ein Lebewesen besonders beherrscht wird. Vers 39. Sie ist der Feind des Wissenden, weil sie des Wissens Kraft verhüllt. Begierde brennt, o Kuntis Sohn, wie Feuer und wird nie gestillt. Vers 40. Verstand, Vernunft, der Sinne Schar, die sind die Orte, wo sie weilt. Von dort aus ihre Blendungskraft, der Menschenwissen schnell ereilt. Vers 41. Drum zähme du von vornherein, o Arjuna, der Sinne macht. Vernichte du den bösen Trieb, der Selbsterkenntnis hüllt in Nacht. Vers 42. Die Sinne über Dingen stehen und über ihnen der Verstand. Den überragt noch die Vernunft, darüber wird das Selbst genannt. Vers 43. Durch diese Unterscheidungskunst gib deinem Leben festen Halt und kämpfe gegen diesen Feind, der in Begierde nimmt Gestalt.